Im Namen des Departementsvorstehers für Lügenbekämpfung darf ich Sie ganz herzlich begrüßen im Amt für die ganze Wahrheit. Mein Name ist Hans Bahr und ich bin hier der Chefbeamte. Bei unserem Amt handelt es sich um eine Behörde ganz besonderer Art. Hier sind Sie gefragt. Nicht umsonst lautet unser Motto: Die Wahrheit braucht dich. Schauen Sie sich um in der Welt. Im Moment geht es mit der Wahrheit drunter und drüber. Die Medien sind voller Fake News. Die einen behaupten dies, die anderen das und bezichtigen sich fast alle gegenseitig der Lüge. Wir lesen von Großkonzernen, die rücksichtslos die Verbraucher betrügen, von Sportlerinnen, die bis in die Haarspitzen gedopt sind, oder von Politikern, die das Blaue vom Himmel lügen. Höchste Zeit, dagegen etwas zu unternehmen. Und dafür brauchen wir Sie. Es ist nämlich viel schwieriger, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, als Sie vielleicht annehmen. Die Lüge von heute kann die Wahrheit von morgen sein. Und umgekehrt. Glauben Sie nicht? Na, Sie werden sich wundern. Indem Sie uns helfen, die Lügen zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten, erhalten wir als Behörde ein Bild davon, was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir mit den Lügen heute und morgen umgehen wollen. Schön, dass Sie da sind. Ist das jetzt eine Lüge von mir gewesen? Die einen sagen, ja, das ist nur eine Floskel, sowas kann man sich sparen. Die anderen sagen, nein, wieso, das meint er ganz ernst. Und wieder andere sagen, ja klar, ist gelogen, aber ich mag es trotzdem. Sie sehen, es ist komplex. Kleine Höflichkeiten und Lügen erleichtern das Zusammenleben jedenfalls enorm.